Und ihr könnt euch jetzt einfach bequem hinsetzen und die Augen zumachen. Und erstmal ein paar Mal bewusst tief ein- und ausatmen, damit man ein bisschen den Stress vom Alltag oder was einen belastet hat oder Sorgen gemacht hat, dass man das erstmal loslässt. Das kann man auch ganz bewusst über die Füße abfließen lassen. Und ich mache die schamanischen Reisen oder Visionsreisen oft ziemlich schnell nacheinander von der Abfolge, aber ihr braucht keine Angst haben, ihr kommt trotzdem mit. Und manchmal sieht man nicht unbedingt immer was, aber man hört dann was oder spürt was oder sieht eine Farbe oder hat eine Empfindung. Und dann könnt ihr euch vorstellen, dass um euch rum eine goldene Lichtkugel ist, wo ihr komplett sicher seid vor jeglicher, vor Angriffen, vor allem Negativen. Und wenn ihr eure inneren Augen praktisch aufmacht, dann seid ihr an dem Lieblingsplatz von euch auf der ganzen Welt. Vielleicht seid ihr am Meer oder an dem See oder auf einem Berg. Vielleicht scheint die Sonne. Und der Wind, der weht euch ins Gesicht und in die Haare. Und die Blätter rascheln. Und von eurem Lieblingsplatz geht so ein kleiner Trampelpfad durch ein Wäldchen. Und da geht ihr jetzt entlang und ihr hört unter euren Füßen das Laub rascheln. Vielleicht seht ihr auch im Wald so verschiedene Tiere vorbeihuschen. Und ihr geht durch dieses kleine Wäldchen durch, bis ihr auf einer Waldlichtung angekommen seid. Und das vor euch ist euer innerer Garten. Und da ist ein Gartenzaun rum und ihr geht dahin und macht das Gartentürchen auf und schaut in den Garten rein. Und ihr schaut mal wieder, was da für Pflanzen blühen und wachsen. Vielleicht ist da ein kleines Gartenhäuschen oder eine Liege oder ein Sonnenschirm. Ein Pool, was euch immer ihr euch vorstellt und wünscht. Wenn ihr irgendwelche Pflanzen seht, die ihr erkennt, dann sind die vielleicht auch für euch wichtig. Und ihr könnt schauen, ob die Pflanzen noch blühen oder verblüht sind. Vielleicht müsst ihr auch kurz wen gießen. Und dann bittet ihr euer Krafttier, das euch heute auf der Reise begleitet, dass es zu euch jetzt kommt. Und dann spürt ihr die Anwesenheit und begrüßt es. Wenn ihr es noch nicht kennt, könnt ihr auch nach dem Namen fragen. Der Name ist aber nur für euch bestimmt. Und dann könnt ihr auf den Rücken von dem Krafttier aufsteigen und das Krafttier bitten, dass es euch durch die Einstein-Rosen-Brücke innerhalb von Lichtgeschwindigkeit oder schneller zu den Pyramiden in Gizeh in Ägypten bringt. Und dann plötzlich seid ihr im Wüstensand angekommen und vor euch sind die riesigen Pyramiden und am Eingang steht ein Geistführer, der für euch heute zur Verfügung steht. Den erkennt ihr vielleicht schon oder auch nicht. Und es ist wie so eine Brücke, wie so eine Lichtbrücke oder mit Fackeln beleuchtete Brücke in die Pyramide rein. Und ihr lauft über die Steinbrücke in die Pyramide rein und da stehen ganz viele Priester oder vielleicht auch
Gottheiten, die ihr vielleicht schon mal gesehen habt oder auch nicht. Und begrüßen euch und heißen euch herzlich willkommen. Und die Pyramide ist wie ein riesenleerer Raum. Und da stehen so Liegen. Und die bitten euch jetzt, dass ihr euch auf eine Liege legt. Und dann machen sie für euch eine komplette Herzreinigung. Das heißt, die machen euch vielleicht auf, wie mit einem Reißverschluss euren Körper und nehmen das Herz raus und waschen das und geben vielleicht goldene Flüssigkeit drüber. Und reinigen das Herz von komplett altem Schmerz und Verstopfung, von gebrochenem Herz. Wo Menschen euch verlassen haben, wo Menschen euch belogen haben. Und wo Menschen euch betrogen haben. Und das Herz, das könnt ihr wie das Krafttier auch vergrößern, wenn es sein muss. Und ihr könnt auch in das Herz jetzt mal reingehen und euch in der Herzkammer umschauen. Also ihr steht einfach auf von der Liege und das Herz ist eh schon heraus. Und ihr könnt in das Herz einfach reinlaufen und dann schauen und bitten, wenn jetzt der richtige Zeitpunkt ist, dass ihr nochmal die Situation seht aus diesem oder irgendeinem anderen Leben, die euch vielleicht hindert, dass ihr weiterkommt, die sich immer wieder wiederholt oder wo ihr immer noch Herzschmerz habt und dass die sich zeigt. Vielleicht hört ihr dann ein Wort, vielleicht erinnert ihr euch an die Situation oder vielleicht seht ihr die Situation vor eurem inneren Auge. Vielleicht seht ihr euch als kleines verlassenes Kind. Und euer Geistführer, der steht daneben und sagt euch jetzt ganz genau, was ihr braucht, um das zu heilen. Vielleicht gibt ihr euch eine goldene Lichtdusche oder hüllt alles ein in goldenes oder grünes Licht, und damit es heilt die Situation. Und ihr könnt den Geistführer auch jederzeit fragen, warum ist das passiert? Warum musste mir das passieren? Und ihr fragt es so lange, bis ihr es versteht, dass ihr wie so ein Aha-Erlebnis habt. Und wichtig ist, dass ihr nicht rausgeht aus der Situation, bis ihr sich nicht aufgelöst habt. Und der Geistführer hilft euch dabei. Ihr könnt ihn immer wieder fragen, bis ihr das verstanden habt. Geht nicht raus, wenn ihr nicht das Gefühl gehabt habt, ah, okay, deswegen ist mir das passiert. Jetzt verstehe ich's.
Wenn ihr das Gefühl habt, die Situation ist geheilt, könnt ihr auch weiter in eurem Herz rumlaufen und schauen, ob es noch irgendwas gibt, was ihr auflösen müsst. Und auch da geht ihr erst weg oder weiter, wenn ihr die Situation wirklich verstanden habt und die geheilt ist und ihr wirklich das spürt, dass sich das verändert hat, so was Positivem. Und auch wenn ich euch jetzt langsam wieder zurückführe, wenn ihr das Gefühl habt, das ist noch nicht zu Ende, bleibt wirklich so lange da, bis ihr das verstanden habt. Löchert euren Geistführer so lang, bis ihr die Situation verstanden habt, auch wenn ihr euch ungerecht behandelt fühlt. Wenn ihr das Gefühl habt, das ist nicht in Ordnung, dann bleibt so lang, bis ihr es verstanden habt, die Lektion. Und geht dann einfach von selbst mit eurem Krafttier in eurem Tempo zurück. Wenn ihr das Gefühl habt, das ist alles gelöst, könnt ihr aus dem Herz wieder rausgehen, euch auf die Liege hinlegen und die Priester um euch rum, die machen die Endreinigung vor eurem Herzen und von den ganzen Venen und Arterien, die da außen rum sind, von allen Herzklappen. Die waschen alles mit goldener Flüssigkeit. Und wenn sie damit fertig sind, setzen sie euer Herz wieder ein und es ist wie brandneu. Das, was jetzt zu heilen galt, das ist geheilt. Und dann machen sie alles wieder zu und verschließen das wieder. Und dann könnt ihr aufstehen und euch bedanken und euch verabschieden und wieder aus der Pyramide rauslaufen. Und vor der Pyramide wartet dann schon euer Krafttier auf euch. Und ihr könnt aufsteigen und durch die Einstein-Rosenbrücke in Sekundenschnelle wieder in eurem eigenen Garten sein, auf der Lichtung. Und dann könnt ihr euch bei eurem Krafttier bedanken und verabschieden. Ihr könnt auch fragen, ob es noch irgendwas braucht oder will. Und dann könnt ihr rausgehen durch das Gartentürchen und den Pfad entlang durch den Wald gehen bis zu eurem Lieblingsplatz. Und von eurem Lieblingsplatz aus könnt ihr dann einfach in eurem Tempo die Augen wieder aufmachen und euch Notizen machen, wenn es irgendwas Wichtiges gab, was euch gesagt worden ist. Und dann kommt ihr einfach in eurem Tempo wieder zurück.